So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und ihr kennt das Prozedere. Der Prime, der Crazy O und der Eskad sind zwar noch da, sind gerade drüben, machen noch den Livestream weiter. Ich habe gedacht, ich nehme mal die halbe Stunde Zeit, die wollen gleich noch ein bisschen freestylen oder so und nehme jetzt zwischendurch kurz das Video auf. Als Übergang, es ist wieder drei Viertel, wir wollen wieder 40 Geschenke öffnen, 20 jetzt und 20 nach 0 Uhr wieder mit Glücksei und gucken, ob wir dann auch schon Level 35 sind. Dann zwischendurch entwickle ich immer noch ein bisschen. Wir melden uns also gleich zurück, wenn die Aufstiege reinkommen. Und jetzt haue ich erstmal ein Ei an, zwei Stück habe ich noch. Mal gucken, ob ich beim Levelaufstieg wieder was dazu bekomme. So, einmal hier, einmal da. Gleich kommen die Aufstiege, zeige ich euch, blende ich alles ein, wie immer. So, die ersten 20 Geschenke sind geöffnet. Cash 696, super Freunde, ist auf jeden Fall aufgestiegen. Jizzy 1968, auch dabei. Kampfbube, ihr seht, das ist wieder alles schön alphabetisch geordnet. Bis zum Buchstaben M bin ich gerade gekommen. Kodakero, das heißt Steinzeug ist immer noch nicht dabei. Krokodil 187ers, auch dabei. K. Lycos the Head, der auch gerade im Livestream, im Chat sehr aktiv ist und dabei ist. Landei 69, jetzt auch aufgestiegen, der hat mir heute auch nochmal geschrieben extra. Laserlasse 16, dann sind wir eigentlich schon fast bei L. Lightstorm 5, ich meine natürlich nicht L, sondern bei M. Lilsis 0796, Liquid hat heute auch erst wieder gesehen in der Stadt, ne? Loris Bieser. I Shiny Hunter 69 oder nee, Shiny Hunter 69, das war kein I, das war einfach nur eine Klammer. Maxi Skill, wenn das das heißen soll. Mädchen Stefan 3, Mädchen Stefan 4. Wo ist Mädchen Stefan 2? Man weiß es nicht. Manu 2109 auch dabei. Maori 2017 auch dabei. Maorina 2019 auch dabei. Ligo the Head im Chat auch noch jetzt hier Schenken geöffnet. Das waren glaube ich 20. Wir werden jetzt noch ein bisschen entwickeln, melden uns dann nach 12 zurück und öffne die nächsten 20. Ich bin mal gespannt. Jetzt sind wir bei M, ob wir es noch hinkriegen, nochmal 20 zu machen. Wenn nicht, habe ich auch noch Level 1er Aufstiege. Nehmen wir natürlich alles mit rein. Hier ein Makuhita, jetzt wieder ein kleiner Cut und dann gucken wir mal, ob wir auch wieder die Evolis entwickeln können und alle drei Stufen bekommen in diesem Video. So, jetzt ist es genau 0 Uhr, draußen bimmelt wieder die Glocke. Hier steht wieder 23.59 Uhr, jetzt hat es auch da umgeschalten. Wir entwickeln gerade noch ein Knofenser. Eben habe ich lauter Mankeys entwickelt, es ist ja immer noch dieses... Wir könnten sagen Kampf-Event, obwohl es ja kein Kampf-Event ist. Macholo hebe ich mir auf, da werde ich keine entwickeln. Die könnte ja durch diesen Tausch-Trade eigentlich kostenlos entwickeln. Am besten also Level 35er rübertauschen, dann kostenlos entwickeln. Dann habt ihr gleich ein großes, brutales Machomai. Eine 6er Machomai-Armee müsse auf jeden Fall am Start sein, damit der Account was kann. Wir entwickeln mal kurz für euch noch die Evolis durch. Wieder ein Aquana bekommen. Ich brauche jetzt eigentlich gar keine mehr. Deswegen können wir hier alle Bonbons bzw. alle Exemplare wegentwickeln und mal gucken, ob wir es wieder schaffen, mit den nötigen Mitteln alle drei Entwicklungen zu bekommen. Aquana, Flamara und Blitzer. Aquana und Flamara sind schon mal da. Jetzt fehlt nur noch das Blitzer. Und Blitzer ist ja bei den vergangenen Folgen am häufigsten rausgekommen. Die Chancen stehen also gut, aber das ist ja trotzdem wieder eine 33,33% periodisch irgendwas Chance. Vielleicht haben wir drei... Nö, Flamara. Ich würde sagen, vielleicht machen wir drei Stück und haben genau die drei. Das war damals bei den Shinies, als ich die entwickelt habe, auch so. Ich musste immer gucken, aber ich habe genau alle Shiny-Entwicklungen wirklich beim ersten Mal bekommen. Hab Flamara direkt entwickelt, Aquana direkt entwickelt und Blitzer, da war ich wirklich sehr happy, da hatte ich auf jeden Fall Glück. Hier klappt es nicht so gut, jetzt wieder ein Aquana.
Das Blitzer fehlt immer noch, aber wir haben ja noch ein paar auf der Hand. 94 Bonbons noch. Das können wir noch entwickeln. 4 Stück haben wir noch, aber 3 können wir, glaube ich, nur entwickeln. Da müsste noch ein Blitzer dabei sein. Ich gehe mal positiv an die Sache ran. Dann werden wir die nächsten Geschenke aufmachen. Die nächsten Aufstiege noch mitnehmen. Da ist auch das Blitzer wieder mal geschafft. Aquana, Flamara, Blitzer in eine Folge mit reinzunehmen. Deswegen höre ich jetzt auch hier auf, gehe zurück und öffne natürlich die nächsten 20 Geschenke. So, die nächsten 20 sind auch da, wieder in der Reihenfolge. Und eigentlich habe ich ein Problem. Ich habe gedacht, komm, mach ein paar auf, nimm die Reihenfolge so mit. Aber öffne, Sabrina spielt. Hier erstmal 35 Lucy. Ihr seht, wir waren schon bei M. Jetzt sind wir wieder oben angekommen. Sharon's Pfennig. Da das die waren, die einen blauen Kreis hatten, Fanny Fritz, die am Tag davor, Humpen 29, erst das Level erreicht haben, aber da es ja nach 0 Uhr ist, konnte ich jetzt die natürlich auch aufmachen, Night Raider 77, deswegen sind oben die dabei. Jetzt sind wir wieder bei M angelangt mit Mart Fox und ich habe gedacht, ich werde sicherlich bis zum S kommen, Meister Fänger auch dabei. Hab dann gedacht, gut, es zieht sich doch noch ein bisschen. Monty auch dabei, 20.000. Mythen Hunter auch dabei. Wollte extra jetzt beim letzten auf Steinzeug. Nägelmann auch super Freunde. Wollte Steinzeug noch öffnen. Und genau in dem Moment sagt es mir, Limit erreicht. Und ich denke, oh, was für ein Zufall. Nexo aka Dani. Ich habe also so oft die Chance gehabt, Steinzeug zu öffnen. Wollte die nicht so lange warten lassen. Nix Shiny, auch super Freunde. Und genau jetzt, als ich dachte, komm, nimm sie einfach mit rein. Genau da waren die 20 schon voll. Levelaufstieg, Level 35, trotzdem erreicht jetzt. Immer noch 8 Minuten Glücksei. Energie, auch noch dabei. Upsala 2000, auch dabei. Ocean Storm 5, auch dabei. Immer mit den Ramses Abonnentennamen bei den Buddies. Omikron Alpha YouTube auch dabei. OR888 auch dabei. Einer hatte sogar Otakon 76. Einer hatte auch seinen Buddy einfach Covid-19 genannt. Ein Metagross. War das Partyklops? Ich weiß es nicht. Otakon oder Partyklops? Ich glaube, Partyklops war jetzt der letzte. Und ich glaube, Otakon hatte sein Pene Gelb, nee, das war der letzte. Gut, Party Klops war der vorletzte, Pene Gelb war der letzte. Jetzt kommt, glaube ich, keiner mehr rein. Wir entwickeln natürlich noch ein bisschen. Entwickeln, so, bitteschön. Nehmen gleich hier mal das Magnetilo mit. Ist auch ein neuer Pokédex-Eintrag. Ist sogar eine Aufgabe. Entwickel ein Magnetilo. Beziehungsweise könnte ich ja, ich habe die Aufgaben gar nicht abgeholt. Ich kann doch die Aufgaben, die Belohnungen aus den Aufgaben noch mitnehmen, also die es immer bei diesen Spezialforschungskapiteln gibt. Wenn wir einmal das Glücksei anhaben, ist wichtiger als entwickeln. Wir gehen also wieder ganz raus, gehen hier rüber, nehmen hier noch 3000 mit. Hier nehmen wir 3000 mit, was ja beides mal 6000 sind. Hier nehmen wir nochmal 3000 mit, da muss man Raids machen, da geht also nichts mehr. Da auch nicht. Hier können wir noch was abholen. Komm, das Moosmodul nehmen wir auch gleich noch mit. Die anderen zwei Moosmodule, die ich aus den Aufgaben habe, habe ich komischerweise weggeschmissen. Immer beim Beutel aussortieren. Wenn das Go Plus was erdreht, rutscht das immer hoch. Und so habe ich schon zweimal das Moosmodul weggeschmissen. Habe jedes Mal keins gehabt. Jetzt habe ich wieder eins aus der Aufgabe. Mal gucken, wie lange ich brauche, um das auch wieder aus Versehen wegzuschmeißen. Aber es trifft immer das Moosmodul. Das dürfte auch ein neuer Pokédex-Eintrag sein. Dodri zu Dodu. Ne, Dodu zu Dodri. So rum. Das war es aber von meiner Seite aus. Dankeschön nochmal an jeden, der hier wirklich mitmacht. Und seid nicht ärgerlich, wenn ich euch lösche, wenn ihr mal ein paar Tage nichts gemacht habt oder wenn ich euch mal rausnehmen muss, um andere kurz reinzuholen, um von denen die Geschenke noch mit bei so einer Glücksei-Aktion zu machen. Das ist alles nichts Persönliches. Es geht wirklich nur darum, den Account schnellstmöglich und effektiv hochzuziehen und dann zu verlosen. Wenn ich meinen dann wieder habe, meinen großen und der hier auf, was weiß ich, der ist ja jetzt schon bei 35, ist das doch eine gute Sache, als wenn ich ganz normal spiele wie auf dem Hauptaccount.
und immer der Reihenfolge nach, dann hätte ich den hier vielleicht mit Level 25 oder so rausgehauen. Aber wenn der jetzt schon Level 35 hat, freut ihr euch natürlich sicherlich mehr. Habe auch insgesamt jetzt schon 7 oder 8 Shinies, auch ein legendäres Shiny dabei. Auch noch ein anderes neues dann zusätzlich gefangen. Also der Account wächst auf jeden Fall weiter. Das war's aber jetzt von meiner Seite aus. Montag im Livestream werden wir vielleicht mal reingucken, wie es da aussieht. Mal gucken, ob wir wieder zu 5 streamen oder gar keinen Stream. Aber ich denke mal schon, wir haben es ja jetzt mit dem NR-Battle auch hinbekommen, zu streamen, obwohl so viele Leute da waren. Also denke ich mal, werden wir bei Pokémon da auch natürlich reinschauen. Der Crazy O spielt ja auch Pokémon, der kennt sich da auch ein bisschen aus. Vielleicht kann er da auch ein bisschen mitreden. Das war's aber jetzt wirklich. Der nächste Pokédex-Eintrag von Krabby zu Kingler, den lassen wir hier noch auslaufen. In der Schweigeminute zeigen wir euch, wie der hier reinfliegt. So, das war's von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.